das hatten wir noch nie, so einen Parlamentarier-Dinner, so eine angeregte Diskussion, das freut mich. Ich möchte jetzt dennoch langsam ein Ende finden für diesen spannenden Abend. Ich denke, es sind noch viele Fragen offen geblieben. Und wir werden sicher noch weitere Gelegenheiten haben, das Thema zu behandeln. Ich möchte jetzt Christian Wasserfallen bitten, noch so ein paar abschließende Worte zu finden, um dort das Auseinandergehen in gewisser... oder wollen wir zuerst noch das Manifest machen? Also dann, die Frage ist, ob jetzt zum Beispiel eine Jacqueline Badran, ob sie das jetzt unterschreibt oder nicht. Das ist jetzt eine spannende Frage. Wir leiten jetzt über. Wie gesagt, nach Drehbuch ist vorgesehen, dass wir jetzt langsam einen Abschluss machen. Dazu gehört eben auch diese Unterzeichnung des Open Government Data Manifests. Sie finden es in Ihren Unterlagen, das Manifest ist hinter den Folien drin. Es sieht so aus, ein Manifest. Es ist noch das Manifest, das gleiche, das wir schon in der Konferenz hatten im Sommer. Darin ist aufgeführt, was ist Open Government Data, was sind diese 10 Prinzipien ausformuliert, was bedeutet das. Auf der Rückseite eben, was sind auch die Umsetzungsanforderungen und den Handlungsbedarf. Das haben wir jetzt nun, das ist uns sehr wichtig, eben quasi auch, dass die Politiker dazu sich äußern können. Entsprechend haben wir eine Absichtserklärung formuliert, wo Personen, National- und Ständeräte aus dem Parlament, aus dem nationalen Parlament sich äußern können, aber eben auch Politikerinnen und Politiker aus kantonalen und auch aus lokalen Gemeinden und Städten. Und das wäre dann eben dieses Zusatzblatt, diese Absichtserklärung von Schweizer Politikerinnen und Politiker. Und das haben Sie heute Abend die Möglichkeit, liebe Nationalräte und Nationalrätinnen und auch Stadträtinnen, das heißt, das zu unterzeichnen und dazu eine Interessensbekundung oder eben diese Willensbekundung bekannt zu geben. Eben einerseits, dass sie befürworten, mal prinzipiell, dass die Verwaltung die Daten offenlegt und zweitens die politischen Vorstöße, die dazu führen sollen, unterstützen. Gut, ich möchte jetzt, wie gesagt, Edith Graf-Litscher bitten und auch Christian Wasserfallen. Sie haben sich bereit erklärt, als Erstunterzeichner dieses Manifest entgegenzunehmen. Die weiteren anwesenden Nationalräte können sich dann noch gut auch Gedanken machen, ob sie das unterstützen oder nicht. Sie haben diese Unterlagen bei sich, können das entweder heute noch unterzeichnen und mir abgeben, oder Sie können es zu Hause unterzeichnen, nach reifer Überlegung, und es dort dann an mich oder an unsere parlamentarische Gruppe zurückschicken. Somit möchte ich Edith und Christian nach vorne bitten. Sehr gut. Also wir haben jetzt hier die zwei ersten nationalen Politikerinnen und Politiker, die das unterschreiben. Wir haben Edith Graf-Litscher von der SP, Christian Wasserfallen von der FDP. Es ist ein komplett politisch neutrales Anliegen. Wir brauchen auch noch ein weiteres. Auch Kathi Ricklin hat sich dazu bereit erklärt, von der CVP. Auch da haben wir eine weitere Partei, die das Anliegen vertritt. Vielleicht kommt Thomas Weibel noch. Ja, ich möchte da niemanden drängen, aber ihr könnt alle nach vorne kommen. Somit leite ich jetzt nun über. Genau, eigentlich wollte ich noch einen Ausblick machen, 2012, was geht da? Sie können sich das selber anschauen. Also ich mache nicht mehr lang. Die einen, die sind dann schon beim Dessert, genießen Sie das. Es ist immer der gefährlichste Job, zwischen dem Dessert zu sprechen. Und von dem her gesehen möchte ich nur allen ganz herzlich Merci sagen für das zahlreiche Erscheinen. Wir sind jetzt dann der zweitbeliebteste Anlass, neben dem Sportleranlass bei den Parlamentariern. Das war unser Ziel. Jetzt haben wir noch einen Platz zu erreichen und so muss es sein. Ich danke Ihnen wirklich für die angeregte Diskussion. Es sind immer wieder die gleichen Themen, die immer wieder kommen. Darum kristallisieren sich auch dann langsam die Punkte hinaus. Es geht nicht nur um Schnittstellen physikalischer Natur, sondern eben auch um Schnittstellen, was ist öffentliches Interesse, private Nutzung, was sind private Daten,
öffentliche Daten, die niemandem direkt gehören? Was ist die Datenhoheit? Wer soll die Datensätze pflegen? Weil nur gute Datensätze sind auch zu verwenden. Das war gerade vorhin wieder das Thema. Und schlussendlich hinten rechts das liebe Geld. Das ist halt dann schlussendlich auch immer wieder die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und das wäre wirklich ein Antrieb von uns auch in der Schweiz, sagen zu können, wir haben im Umgang mit Open Government Data eine Praxis, die in sämtlichen Bereichen etwa ähnlich ausschaut. Wir sind noch nicht gerade so weit, aber wir arbeiten daran, darum ist es uns sehr wertvoll, sind nicht nur die Politikerinnen und Politiker hier anwesend, sondern auch die direkt Betroffenen. Und ich finde, das ist eine großartige Leistung und der Applaus soll vor allem den direkt Betroffenen gelten. Und ganz speziell CH Open, herzlichen Dank, Mattu, für den grossen Einsatz. Thank you.